Was geht YouTube? Euer YouTube ist wieder back am Start. Ich freue mich mit einer weiteren Folge Grand RP. Ha! Checkt ihr, was ich meine? Wir sind heute wieder auf Grand. Und ich spiele heute ein bisschen RP. Who cares, baby? Spiel doch mal bitte mit mir RP. Seht ihr, wie ich fahre? Seht ihr, was für ein Fahrer ich bin? Sollen wir mal hier abchecken, was hier so abgeht? Komm. Oh, ich bin gar nicht. Ich habe meine FIB-Ausrüstung gar nicht an. Ich. Kann ich hier festnehmen? How are you? Hey Bro, ne? Ich schicke so. Was? Ich schicke es hoch, ne? Dass du mich ohne das war festnimmst. Ein Versehen. Nee, war's nicht. Ich schicke es hoch, alles gut. Okay, du kommst jetzt einfach mal mit. Hey, nee, lass es doch, hey? Hallo. Ja, Bro, schick das doch hoch. Dann schick's halt hoch, ne? Aber ist mir ja, ich nehme dich jetzt mit. Hey, was habe ich denn gemacht? Hä? Eine Ordnungswidrigkeit gegenüber eines Beamten. Kommst jetzt mit? Ist mir egal. Ey, Bruder. Ich wollte doch nur meine Betippersaufgabe machen und du... Ja, ich habe dich versehentlich einmal festgenommen und du wurdest dann direkt frech. So, und dann nehme ich dich halt mit. So, ist das irgendwie oder so? Ist das jetzt von mir oder ist das dumm von dir, Digga? Du denkst auch, du hast einen hohen IQ oder so, ne? Ja, Bro, warum nimmst du mich aber fest ohne Grund? Natürlich kriegt jeder sich auf. Ja, hä, bist du doof? Ich hab dich sofort wieder, losgemacht, Digga. Was ist denn das Problem? Ja, was wird man da direkt so mad? Hab ich recht oder hab ich recht, Digga? Ich einfach, Bro, lass mich bitte einfach frei, ich wollte nur meinen Battle Pass aufgaben. Ja, Digga, ist dein Battle Pass jetzt. Mir ist egal, du kommst jetzt mit, Digga. Ich hab keinen Bock auf so eine unnötige Digga. Du gehst jetzt ins Gefängnis. Hä, du nimmst mich doch unnötig fest. Ja, du hast mich unnötig von der Seite angepöbelt. Ich hab gefragt, warum nimmst du mich fest? Nein, hast du nicht gefragt. Du hast gesagt, ja, oder, ja, Bro, ich schick das hoch. Ja, und danach. Nee, hast du sofort gesagt. Doch. Lass mich doch einfach frei, Digga. Falls ihr mal Bock habt, im RP ein bisschen mit mir rumzudaddeln, könnt ihr euch einfach über meinen Link in der Beschreibung Grand runterladen, auf Server 1 joinen, hier in dem Hotel spawnen, zu dieser Dame gehen und dann einfach in Lattenrost MC joinen. Pussy. Ja, mach doch deine Bodycam an, Digga. Das ist mir ja, ich will einen Anwalt. Du willst einen Anwalt? Nö. Ja. Nö. Ist mir vollkommen egal. Du musst mir einstellen. Nö. Du musst mir. Nö. Ist mir egal. Das hat er sowieso hochgeschickt. Ja, schick hoch. Ist mir egal. Mein Job ist mir sowieso egal, Junge. Weißt du, wie lange ich schon auf diesem Start bin? Ich schuck dieses Spiel nicht mehr. Sieht nicht mal auf dem Bulle, Digga. Nö. Das ist krass. Du denkst auch irgendwie, du bist irgendwie hier der Macker oder so, ne? Nee, du aber. Ja, nee, anscheinend du. Hey, du fühlst dich doch so. Nö. Ja, und dieser Typ wird nicht festgenommen, der da drin ist? Nee, hey. Egal, der darf frei. Wird doch nicht festgenommen. Ja, der darf frei. Der darf frei. Ja, okay, wenn ich da drin jetzt stehe, dann nehmen sie mich direkt fest. Ja, ist auch so. Ist mir vollkommen egal. Ja, du bist halt voll der freche Typ, wirklich. No joke, Digga. Hä, du doch auch. No joke, das f*** ich ab mit dir. Oder hat er nicht meine Sache, die aussieht wie ein Bulle? Weißt du was, ich nehme jetzt auch deine Sachen ab. Ich habe sowieso nichts, von daher. Ob. Hat nicht mal Geld für eine Waffe, Digga. Was bist du denn von Ob? Hey, du von Ob. So, Digga. Ich mach dir jetzt einen One-Tot. Ah, ist mir egal, Digga. Wie heißt du? Franco Goldberg. Das ist ein Name, Digga. Ja, auch noch. Okay, aber da ist auch noch mein Name, oder was? Ja, das ist ein Name. Hast du eine Familie? Ja, hast du eine Familie? Und sie sieht scheiße aus. Hast du eine Familie, Junge? Oha! Geh mal Augenschmerzen. Ja, yes, ja. 5 Sterne gibt er mir, ohne Grund. So, wo ist jetzt der? Der Herr? Sehr kann ich mal den Dienstausweis sehen? Ist der hingegangen? Ja, sofort, einen Moment. Gut so. 5 Sterne ist der. Ja, ist schon ruhiger. Ey, Bruder, ich muss los. Wir haben jetzt Daily. Kannst du mal die Sterne, Kleiner? Ja, du bist der größte Herr Officer. Herr Fabian, meinte ich. Halt's mal auf die Fresse. Alter. Ja, schlägst du mich? Ja. Warum schlägst du mich, hä? Darf ich nicht? Die Herren schlagen mich gerade. Ah, halt deine Fresse da unten. Guck mal, du sollst deine Fresse halten. Mach mal deine Stimme leiser. Ey, du Milchzahn, sei mal ruhig da unten. Irgendwelche ärztliche Behandlung, geht's denen gut soweit? Ja, bevor sie zum nächsten gehen, könnten sie vielleicht den Herrn hier untersuchen? Ich habe das Gefühl, der hat eine akute Depression. Ja, Depression hört sich nicht so gut an. Mir geht's nicht gut. Warum, was geht? Was haben sie denn für Beschwerden? Der hat mich zweimal geschlagen und er nimmt mich ohne Grund von hinten einfach fest. Ja, von hinten ist ja richtig, ne? Aber ich will jetzt nicht ein bisschen Zeit hier verderben, ne? Ich würde lieber meine Zeit hier. Mir ist wichtig, dass es Ihnen gut geht. Also, ich würde Sie schon gerne mal kurz untersuchen. Genau. Gehen Sie mal mit dem Doktor lieber. Gut. So, dann kommen Sie mit. Ich komme dann auch mal mit, ne? Was haben Sie denn aktuell für Beschwerden? Ich habe ein bisschen Kopfwunden wegen diesem Typen. Der hat mich geschlagen zweimal. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Junge Bro, was hast du mit ihm gemacht, Digga?
Ich feier das irgendwie, wenn man kleine Kinder fesselt und die direkt so sind. Ja, es geht nach oben. Rein. Es geht nach oben. Vor allem, ich fessel ihn nur, um zu testen, ob ich fesseln kann, weil ich keine Ausrüstung anhabe. Er direkt so, ja, das geht nach oben, ne? Ich sag, hey, sorry, war aus Versehen. Er sagt, ja, das geht trotzdem nach oben. Schau aus dem 16. Stock und es sieht Brot aus. Schau aus dem 16. Stock und es sieht nach Brot aus. Hier ist ein Busfahrer. Der Herr, könnten Sie mal bitte anhalten? Der Herr, könnten Sie einmal bitte anhalten für mich? Der Herr, halten Sie einmal bitte an. Hören Sie mich? Der Herr, hallo? Der Herr, hallo? Der Herr, hallo? Können Sie einmal bitte aussteigen aus dem Wagen? Oder was mache ich mit dem? Der Herr, geht's Ihnen gut? Ich versuche hier die ganze Zeit mit Ihnen zu sprechen, aber Sie fahren einfach weiter, ne? My bro is here, I'm a bit embarrassed. Was ist ein Problem, Junge? Dann verpiss dich doch einfach. Sofort. Entschuldigung, der Herr. Darf ich fragen, was Sie gerade machen? Entschuldigung, der Herr. Können Sie mir mal den Arsch stecken? Bitte? Moment, ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Nochmal, was ist los? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt mit dir los? Hallo? Er sagt so, hallo? Kann ich mal... Hallo, sag mir, was los ist. Warum nimmst du mich mit? Hä? Sie hören mir jetzt mal ganz genau zu, der Herr. Ja, was ist? Ich nehme Sie was habe ich mit. Denn jetzt getan? Ich nehme Sie jetzt mit wegen Beamtenbeleidigung und wegen Beschuss innerhalb der Nähe des... Wegen was? Ja, Sie haben mich richtig gehört. Wo habe ich denn am Würfelpack geschossen? Wie, wo haben Sie am Würfelpack geschossen? Können Sie sich nicht erinnern, den Typen, den Sie erschossen haben, da in der Nähe vom... Ich wurde am Würfelpack erschossen und nicht... Sie wurden erschossen? Sie wurden erschossen? Ja, ich wurde erschossen. Okay, und jetzt sagen Sie die Wahrheit? Ja, ich sag die Wahrheit, hä? Nee, ich wurde wirklich erschossen. Sie haben eine... Okay, wenn ich Sie jetzt durchsuche, haben Sie eine Waffe dabei, ja oder nein? Nein, habe ich nicht. Durchsuchen Sie mich. Kennen Sie Kleiner Cabron, den Song von Wessel? Wer? Vergessen Sie es. Lassen Sie mich mal sehen, ne? Na, schön die Waffen weggelegt, ne? Jetzt, wo Sie zur Regierung gegangen sind. Welche Waffen? Wo? Welche Waffen? Ich hab nicht mal... Ich bin nicht mal seit 10 Minuten hier drauf. Sie haben gerade in der Nähe des Würfelparks auf mich geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich wurde wirklich erschossen und sag sogar, hier vorne wird jetzt geschossen und Sie nehmen mich fest, das sehe ich jetzt. Das sehe ich. Aber da ist keine Green Zone, deswegen dürfen die das schon. Ja, aber ich wurde nicht erschossen. Sie wurden nicht erschossen, ja, danke, das macht Sinn. Ich hab nicht geschossen, ich wurde erschossen. Digga, ich bin seit 10 Minuten hier drauf, ich wollte gerade nochmal Waffenschein machen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das glauben kann, ich glaube, Sie hatten illegale Waffen dabei. Ich schwör's Ihnen, ich hab wirklich nicht geschossen, wieso soll ich denn lügen, hä? Ich glaube, Sie lügen, der Herr. Es ist doch mir nicht wert, dass ich sag doch die Wahrheit, wenn ich geschossen habe. Ja, ich glaube, Sie sind gerade eine Lügengeschichte am Erzählen, deswegen werde ich Sie jetzt mitnehmen zum Gefängnis. Ist das okay für Sie? Wegen was, hä? Digga, wenn ich sage, ich hab nicht geschossen, ich hab doch gerade gesagt, ich lag sogar am Boden und illegaler wurde dann hochgeholt. Wie illegaler Waffengesetz? Wo ist denn die Waffe? Wo habe ich denn Waffe bei? Nicht illegales Waffengesetz, illegaler Waffenbesitz, der Herr. Ja, wo habe ich denn eine Waffe bei? Zeig mir, wo habe ich denn Waffe bei? Jetzt haben sie keine dabei. Haben sie schon weggesteckt, haben sie direkt ihrem nächsten Mann gegeben. Wo habe ich die denn weggesteckt? Ja, keine Ahnung. Wie willst du das beweisen, dass ich die weggesteckt habe? Ja, das kommt mir so vor. Keine Ahnung. Ja, warum soll ich die denn sofort kommen? Ich habe sie am Würfelpark gesehen, abgesehen, dass sie da rumgeschossen haben. Und habe ich nicht? Ja, doch. Ja, eben habe ich nicht. Ich bin da lang gefahren. Ich habe nur die Schüsse gehört. Ich bin da lang gefahren, hierher gedüst. Weil ich wollte meinen verdammten Waffenschein machen. Ja, verdammt, ich habe mich gerade eben mit jemandem verabredet, nicht, ne? Deswegen. Sie sind hier in der Gegenwart von einem FIB-Offizier, deswegen bitte kein... Ja, und wie legst du eigentlich auch mein... Wie hast du jetzt eigentlich die Handschellen angelegt? Kannst du mir das erklären? Von hinten habe ich die angelegt. Ja, wie hast du das angelegt? Hast du einfach von vorne so nach hinten geschmissen, oder was? Nee, ich war hinter ihnen. Ja, nee, ich lag noch am Boden und ich war noch nicht mal richtig umgedreht. Und warum nimmst du mich jetzt einfach fest? Du hast noch nicht mal Beweise dafür, dass ich geschossen habe. Ich habe eine Bodycam. Ja, wo ist eine Bodycam? Bodycam, zeig mir, ich will die sehen. Die Bodycam befindet sich immer am Körper, daher auch der Name. Ja, ich will die. Ich hab nicht mal einen Schuss fallen lassen und dann kommst du mir mit, ich hab geschossen, Digga, hä? Schuss verlassen? Digga, also wirklich, an unserer Artikulation müssen wir noch arbeiten, ne? Digga, du musst mal an deinen Sachen arbeiten, Digga. Du musst mal ein bisschen dran arbeiten, dass du besser siehst, ich schwör. Nee, ich brauch keine Brille, ich gehe jedes Jahr mindestens ein. Ja, nee, wir klären das nachher an. Das ist okay, komm, ja, knaste mich können, ein, du ja, hast ja, ja Beweise. Du hast ja Beweise, ne? Du hast ja Beweise. Holen Sie ruhig einen Engel. Ja, ne, wer hat denn gesagt, ich hole einen Engel? Ich bin doch nicht ein kleiner Kitty, der einen Engel holt bei jeder Scheiße.
Ja, okay, wie machen sie das denn? Wie klären sie das denn? Ja, sie sind von der FIB, ne? Genau, ich bin vom FIB, ja. Ja, sie sind von der FIB, ja genau, da werde ich das da dann klären. Ja, ja, genau. Gehen Sie hin? Ich weiß ja ganz genau, ich habe da meine Leute und ich weiß genau, wie ich das kläre. Genau, reichen Sie eine Beschwerde ein? Ja, ich reiche 3 Beschwerden sogar ein, weil du hast gerade keine Beweise, dass du mich jetzt einknastest. Ich kann Ihnen auch sagen, wer mein Vorgesetzter ist, das ist dieser Kura Frost. Ja, ne, ich kenne die alle, alles gut, also ich kann jetzt jemanden anschreiben, der nennt mir dann die alle und dann kann ich mit denen reden, ist okay. Ja, ja, machen Sie. Wenn du mich jetzt hier einfach grundlos einknastest und sagst, dass ich rumgeschossen habe, obwohl ich nicht mal Waffen bei habe, Digga. Ja, ja. Check ich gar nicht. Ja, ja. Digga, wirklich, du bist einfach... Was bin ich? Ja, besser ist das, dass deine Fresse... Halt du deine Fresse und sei mal nicht respektlos, du Bast. Wie bitte? Der Herr. Grad dann haben was? Sie noch alle Tasten im Schrank. Knast reden Sie mich erstmal grundlos. Hast du alle Schränke im Tasten, Digga? Halt's Maul. Jetzt geh und knaste mich ein. Jetzt mach rinne. Ich hab keine Zeit. Wie, Sie haben keine Zeit? Mach jetzt. Ja, fressen Sie mal weiter, Sie Fresse. Ja, halt's Maul, du Wick. Nicht mal Gehirnzellen hast du im Kopf. Ja, ja. Du hast wahrscheinlich ein paar zu viele, deswegen wiegst du so viel. Ja, leider. Dafür bin ich zu schlau. Genau. Und die, weil ich die irgendwo gesehen habe, ja, ich hab die gesehen, dass sie gerade geschossen haben, Digga, what the fuck? Ja, ich hab das noch nie so gehört. Hören Sie sich an. So hören Sie sich an. Ja, ja. Mir scheiße, was Sie denken, was Sie machen, was Sie wollen. Kommen Sie rein. Sie gehen jetzt in den Knast für 4500 Einheiten. Ja, klar, 4500 Einheiten. Ja, ist doch so. Davon träumst du ja auch noch. Fünf Sterne kriegen sie von mir, ist mir scheiße. Ja. 5 Sterne. Ja, mach mal, nee, mach mal, mach mal. Wenn du dich wirklich jetzt damit fühlst, mach mal. Ja, sie kriegen jetzt 5 Fahndungslevel von mir und gehen in den Knast. Ja, dann mach mal. Okay, mach ich jetzt so. Knastendist, Digga, du weißt nicht mehr, was du beim... Pablo Escobar, keine Ahnung. Sie ein Opfer. Ach, der Herr. Sie kriegen auch direkt eine Geldstrafe von mir, das haben sie nämlich verdient. Ich mach das bitte. Ja, genau, es juckt dich alles nicht. Wenn das dich befriedigt, ja, ja. Wenn das... Ja, ja, ist okay, juckt dich alles nicht. Ja, mach doch. Mir ist es genauso egal. Deswegen kriegst du jetzt 5 Warnungslevel. 5 Warnungslevel. Genau. 5 Warnungslevel, genau. Digga. Ja, genau, kriegen sie. So. So, weil ich grundlos festgenommen wurde. Ja, ja, weil ich geschossen habe. Weil sie grundlos auf Zivilisten schießen. Genau. Weil sie grundlos auf Zivilisten schießen. Auch nochmal 50.000 Dollar Geldstrafe. Grundloses Schießes auf Zivilisten. Digga, du bist einfach so hobbylos, weißt du das so, eigentlich? So, und direkt noch eine hinterher, ist mir scheißegal, Digga. Nee, hat dir das jemand gesagt? Ja. Hat dir das jemand gesagt? Grund für die ja, ich glaube, das solltest du dir schon öfter anhören, Digga. Ja, ja. Du bist einfach so ein Bitch, Alter. Nimmst Grund, mich erstmal, so, Grund für die Geldstrafe, Beamtenbeleidigung. Ja, mehrfach. Komm doch, leg's doch rein. Leg's doch rein. Genau, ist Digga, wirklich, du bist so ein hobbyloser, Digga. Und nochmal, für nochmal Beamtenbeleidigung. Ah, haben Sie überhaupt so viel Geld, lieber Herr Pablo? Klar habe ich, hab Geld, ich kann dich 2-mal kaufen, sogar noch 5-mal. Herr ja, Pablo, nee, komm, ich geh jetzt selbstständig zur Einzelknast, komm. Ne? Was geht?